Okay, Thomas, das müssen wir diskutieren, wie wir rangehen. Gucken wir mal nach. Wir müssen diskutieren. Ja, wir können doch nicht arbeiten und wissen nicht, wie wir hier loslegen. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier gießen. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier oben nach. Hier können wir eine Mischmaschine direkt machen. Ja. Wir kippen rein und ziehen das mit der Hake hier rüber. Ja. Ich muss den Brettmischer hin, was wir noch hinkriegen, wa? Die Brettchen vorsetzen. Ja. Wir gucken am Brettchen gleich nach bei dir. Oder wenn wir es hier, wir können die ersten nehmen. Die ersten Maschinen. Schrott weg. Scheiße. Und wir müssen Sand reinfahren, wir brauchen Wasser. Die Wasser fahren wir mit der Schubkarre ran. Wasser fahren wir mit der Schubkarre ran? Das ist ein bisschen blöd. Irgendwas fällt da. Wir müssen doch gucken. Der Uwe Bernix, der Wind. Oh! Jetzt hier lang die scheiß Plan. Was hast du da gemacht? Alles kaputt gemacht. Plan ich. Wir müssen die anbinden. Wir müssen nur zusehen, dass wir nicht zusehen. Wir holen mal ein bisschen Draht. Ich hab unten Bindedraht mit der Rolle, hol ihn mal her. Ich hol Bindedraht. Genau. Wir machen hier oben dran, das passiert nicht. Wir machen weiter rum. Wir machen hier unten anbinden. Du musst hier oben. Wir sehen, dass wir ganz Scheiß hier zukriegen. Jetzt. So, geht's. Okay. So. Nochmal nachgestellt, aber anderen Schild nochmal ran. Heb mal hoch. Der liegt hier besser an. Gib mal Draht her, Manni. Ja, ich habe heute auch meine Hose repariert. Da war ein Loch drin, aufgerissen an ein Ding. Ja. Und das kann halt ich jetzt annägern. Halt mal. Und da habe ich meine Hose repariert. Da hatte ich so eine Draht von einem Tannenbaum noch. Und dann habe ich das repariert. Sieht das nicht gut aus, Thomas? Ja, ich habe auch meine Hose repariert. Ich hab noch Draht für dich. Guck doch mal an hier, Thomas. Ist das nicht hier schön repariert? Manni, komm mal her. Ja. Sehr schön. Das sieht elegant aus. Das kann neues Design sein. Manni, halt mal. Tannenbaum-Jeans. Okay. Ja, Design. A la Manni Ludolf. Oder? Ich muss später auf jeden Fall mal nicht. Ich muss auf jeden Fall später mal gerade um anderen Grundstück von wegen. Die Bäume gießen? Bäume gießen. Also. Ja. Ja, muss sein. So, jetzt kann noch mal nichts mehr passieren. Gar nicht. Eine Schippe. Du bist da eingebildet. Die gebogene gefällt mir, das ist ja meine gerade. Da weiß ich, dass ich meine, die hat zwei Ohren. Wie geordnet. Man fährt rückwärts. Man brennt. Man eine Schwerlänge. Was? Wohin brennst du? Ja, die erste Schubkarre ist immer der einfachste. Daher wird es immer schwerer. Uwe, wohin? Guck mal. Am besten hier irgendwo hin. Dann können wir ein bisschen weiter rein. Ja, hier irgendwo hin. Ja, wo reicht man dran? Zwei Karren und drei reicht dran. Wir kommen in die Ecke gleich bis dahin vollziehen und rufen gleich weiter rüber. Jo, Chef. Chef, Armleuchter. Ja, das selber? Armleuchter. Wie heißt der Uwe? Armleuchter hat er doch gesagt. Lampen? Die zeigt ja, wo das hinkommt. Da auf den Haufen. Wirklich? Was, die meinen eine Zeichen, oder? Ja! Ja, ich denke, der ist nur auf den Blöd. Das wäre noch eine Idee. Ah. Was los, Stopp? Wird zwei sein, zwei Wochen reicht das erstmal. Gucken wir mal mischen. Wir müssen sehen, ob wir noch eine LKW-Schuppe in den nächsten zwei Jahren haben. Wasser können wir denn in die Pütte reinmachen? Ich kann auch wieder so, ich kann auch wieder so.
Ja. Noch eine? Du hast nur noch eine Karre, dann haben wir das zu. Wie ich da gesagt habe. Ja. Du musst es selber mischen, wenn du es nicht selber mischt, kostet direkt das Dreifache. Wenn du einen Betonwagen kommen lässt, kostet direkt dreimal so viel. Für die ersten Maschinen zu mischen. So, Wille. Wasser ist gut. Ich hol schon mal den Strom. Wir legen den alten Stein hier. Und du wolltest schon mal Wasser, ne? Stell mir den draußen den Ofen, Thomas. Ja. Was? Draußen? Ach, nee. Ja. Soll ich mitnehmen an den Schubkern? Ja, hinten ein paar warum? Weil du dicht an den Boden bist. Okay. Benzinhahn auf. Moment. Ah, da haben wir ihn wieder versteckt, der kleine Lümmel. On. Starten. Jetzt läuft er sauber. Jetzt läuft er gut. Bleibt stark. Kommt nur der Öl, oder nicht?